Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Wer ist der Tony? Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus! So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Deponia. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Und wir sind in der letzten Folge, nach der letzten Folge, in Gedanken gekommen. Ich könnte ja den betäubten Papagei... Hey, du! Aufwachen! ...ein bisschen... Geht doch, Espresso Schnarchschnabel. ...geben. Und dann kann ich den Papagei... ...zur Toni... ...zu Toni in den Laden bringen. Vielleicht kann ich den Papagei ihr ja verkaufen. Papagei. Toni. Hey, Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt. Und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Wer ist der Toni? Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ha! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ha! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. So. Zielscheibe. Startpfeil in Fenster schmeißen. Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne Zielhilfe würde ich sie glatt verfehlen. Das würde sie nur noch wütender machen. So, die Mission haben wir auch erfolgreich geschafft. Jetzt haben wir immer noch einen Espresso in unserer... in unserem Inventar. Was machen wir denn jetzt? Dietrich, den Papagei haben wir nicht mehr. Zum Dorfzentrum, Notrufsäule, in Wenzels Haus. Ja, ich weiß ja gar nicht, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Wir müssen sie zurück nach Elysium bringen. Und wie kommen wir dahin? Geh mal vor das Stadttor. Roter Vorhang, Espresso, Espresso in Stier. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Na, ich meine, das machst du eh schon die ganze Zeit. Aber gut, dann machen wir ein Rodeo. Gleich nochmal. Warum gleich nochmal? Du fährst ja die ganze Zeit rum. Mach mal die Trucktür wieder zu. Jetzt kriegt sie wahrscheinlich nicht mehr auf, oder? Doch, kriegt sie schon wieder auf. Na komm, dann mach zu. Säure, braucht er die denn jetzt noch? Eigentlich nicht mehr. Kannst du mal den Kaffee in die Säure halten? Ich habe, was ich wollte. Der Rest kann ruhig im Grundwasser versickern. Und dann wunderst du dich, warum euer Trinkwasser so schlecht ist. Notrufsäule zu Tonis Hütte. Die anderen sind alle nicht mehr da. In die Gasse. Vielleicht mag der mal einen Espresso probieren. Nee, den hat er schon probiert. In Lonzos Kneipe. Den habe ich seinen Espresso auch schon angeboten. Wir sollen eine Nachricht schreiben, hat es geheißen. Dann versuchen wir das doch mal. Schlüsselloch. Dietrich ins Schlüsselloch. Können wir da irgendwas machen? Ja, das wäre lustig. Kann ich denn irgendwie den Ding wieder zurückholen? Den.
Ich muss doch irgendwie den Ding zurückholen können, oder? Was für ein Schrotthaufen. Das Handschweißgerät. Mit da dem kommt Globus. Alle Hilfe zu spät. Mit dem Dartpfeil. Zahnbohrer an den Ausschank. Nee. Fernschreiber. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Aha. Was hast du denn schon wieder für? Ballon mit Lachgas und Narkotikum. Das könnte ich auch der Ding da geben. Der Toni. Da hinten ist das Fenster. Das ist die Gegensprechanlage. Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Fernschreibe, Fenster. Wasseremblem. Globus. Aber sonst nichts weiter zu sehen. Zum Sitzungssaal. Ach, da ist der Low-Tech. Und da hat er seine Uhr. Stimmt, da wollte ich ja noch hin. Trichter. In den Low-Tech. Versuch das ja nicht, tot Erich. Ich reiß dir den Kopf ab. Ja. Espresso hinein. Ich wette, er wäre immun dagegen. Okay, Uhr mitnehmen. Und jetzt vorsichtig. Lange Finger, leise Treter, Rufus war der Übeltäter. Wicko, wicko, wicko. Psst, sei doch leise. Die Bürgermeisteruhr. Und diese Bürgermeisteruhr können wir jetzt in den Ding stecken. Zum Rathaus. Die stecken wir jetzt in die Öffnungszeiten. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Nee, ne? So, auf zur Poststelle. Herr Postmeister. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte... Von wo aus kann ich funken? Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Privatgerät, wo finde ich so ein Angebot? Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal zwei. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Ich würde gern ein privates Gerät. Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was?
Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Okay, ich pack mal den Schweißband raus. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Okay, also. Knickerfolie brauchen wir. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die und das. Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten-Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek. Eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Naja, ist ja zumindest etwas. Bis später. Was können wir denn hier noch alles sehen? Auf den Horchposten. Hui, geh mal auf den Horchposten. Aha. Telefonist. Hey, huhu, hallo. Hm? Ja, was gibt's? Ich muss dringend funken. Ich musste dringend mal funken. Aha, und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Kann ich dir wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Du sitzt doch eh nur faul darum. Was macht die Arbeit? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles. Bis auf diese Sonderbar. Klitus? Der Funkspruch. Ich muss dringend. Keine Chance. Die Funkstation ist solltest. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht es um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System.
Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam ist es wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Bist du nicht mal müde? Bist du nicht mal müde? Ha, willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuvak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer? Was? Nein! Die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Das war's mit den Tauben. Was war das mit den Tauben? Du meinst die Tatsache, ist das nicht faszinierend? Ja, das ist nicht faszinierend. Ich geh dann mal. Mach das! Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. So, jetzt schaue ich mir erst nochmal hier um. Da wird der Tresorraum sein. Nö. Schrank. Schatz, das Taubenfutter ist alle. Nespresso zu den Tauben. Ich glaube nicht, dass die Tauben damit was anfangen können. So bekloppt, wie die gucken. Okay. Machen wir wieder zu. Kannst du die zuschweißen? Das sitzt auch so schon fest genug. Okay. Telefonist. Und sonst nichts. Okay, dann gehen wir da runter. Haben wir denn hier sonst noch was zu sehen? Hier haben wir eine Klappe. Und noch eine Klappe. Oh, da ist eine Katze drin. Nimm mal mit. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Mhm. Machen wir hier die Klappe auf. Da ist noch eine Katze dahinter. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Ja, die schauen beide nicht so begeistert. Schauen wir, haben wir denn hier noch was? Hier geht's zum Rathauseingang. Auf den Horchposten. Funkgerät. Fehler, Fehler. Dann halt nicht. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Da auf jeden Fall müsste der Tresorraum sein. Gibt's hier noch was zu sehen? Funkgerät, Wippvogel. Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. So, dann haben wir auch noch eine Ersatzkastenschublade. Dann halt nicht. Kann ich dem Postboten denn noch irgendwas sagen? Naja, sonst gibt es ja auch nichts mehr zu sehen. Habe ich denn für den einen Espresso? Fehler, Fehler. Bringt nichts. Dann halt nicht. Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin ja wohl ich. Okay. Wir gehen nochmal auf den Horchposten. Dann könnte ich nämlich vielleicht den da den... Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... und in diese Rohre... Der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter wie ich. Universalgelehrter. Was anderes haben wir da nicht zu sehen. Okay. Automat. Warte mal, hier war doch ein Fernsprechgerät, gell? Automat, Hebel. War hier nicht ein Fernsprechgerät? Stand da nicht so ein Fernsprechgerät? Dachte, das wäre so ein Fernsprechgerät gewesen. Für Inlandsgespräche, innerortsgespräche. Also einen haben wir ja, einen hat der Rathaus, der Bürgermeister. Einer steht hier. Und der dritte, im Eingangsbereich des Rathauses hat es geheißen. Aber hier ist sonst nichts, hier ist nur der Automat. Ich hasse Schlangen. Und da ist der Hebel. Zum Büro des Bürgermeisters. Was ist da
Fernschreiber. Da gibt es uns auch nichts zu sehen. Okay. Ja gut, dann gehen wir wieder raus und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Busfahrer. So, dann war's das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal. Ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Busfahrer.